Ja, willkommen zu einem neuen Tutorial. Nach langer Zeit. Heute zeige ich euch, wie ihr die Buttons abändern könnt von dem Template. Das ist ganz einfach. Wenn ihr das Template geöffnet habt in Photoshop und vorher natürlich die Schriftarten importiert habt in CSS Fonts, könnt ihr ganz einfach die Buttons ändern. Ihr habt hier den Ordner Buttons, dort sind die ganzen Namen. Kann man hier durch Doppelklick auf das T zum Beispiel hier Start eingeben. Dann ist der Button geändert. Möchte man jetzt noch die Buttons ändern, wenn man rüberfährt, muss man hier den Buttons Copy noch aktivieren und hier Home Copy einfach das gleiche reinschreiben. So wäre dann der Button geändert. Falls man jetzt hier Startseite reinschreiben möchte, müsste man hier die Slice vergrößern. Und dabei aber achten, dass hier die 6 erhalten bleibt. Sobald das eine 7 annimmt, beziehungsweise, ja okay, die dürften hier eigentlich angespeichert sein. Aber sobald es hier eine 7 annimmt, passt es mit dem Lmatch-Namen nicht mehr. Und ihr speichert irgendwie ab. So kann man dann hier jeden Button einzeln umbenennen, und wenn die dann umbenannt sind, kann man die dann exportieren als Datei. Die nennt man dann in seinem Template-Ordner entweder wie hier btn1 bzw. btn1 over, oder man benennt sie um und dann auch in der Navigationsdatei muss man die dann auch umändern. Das nächste Video wird jetzt in circa einer Woche kommen. Ich versuche jetzt auch wöchentlich Videos zu machen darüber. Ja, aktuell ist ein bisschen blöd mit Schule und Ausbildung, raubt ein bisschen Zeit und ja, zudem habe ich nach dem Umzug die Website aus Versehen gelöscht. Ich habe jetzt bloß noch hier das Template, die Videos und muss deswegen da das, was bis jetzt gemacht ist, nochmal neu machen. Ja, falls ihr Fragen habt oder Verbesserungsvorschläge, würde ich mich freuen, wenn ihr einen Kommentar schreibt. Ansonsten sieht man sich. Bis zum nächsten Mal.